Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute mache ich einen neuen Löwenzahn-Schmusi. Und zwar, eigentlich ist es auch ein Avocado-Schmusi, weil man weiß ja, mit Avocados kann man auch die Cremigkeit kriegen. Und normalerweise nehme ich Banane sehr gerne. Und jetzt möchte ich mal Avocado ausprobieren. Ich habe erst mit einer halben Avocado angefangen, weil die wird ja schon sehr cremig. Und dazu habe ich 5 Saftorangen ausgepresst. Diese kleinen Saftorangen sind sehr safthaltig. Da kommt ein bisschen mehr als eine Tasse Orangensaft raus, fast 2 Tassen, würde ich sagen. Und hier nochmal so ein kleines Schälchen, also ein kleiner Bund Löwenzahn. Löwenzahn ist eines der gesundesten, nahrhaftesten und beliebtesten, würde ich sagen, für mich auf jeden Fall beliebtesten Blattgemüse, grünen Blattgemüse, weil er ist eben auch so toll zugänglich. Man kann ihn überall pflücken. Auf der ganzen Welt gibt es Löwenzahn und er ist sehr gesund. Man hat sehr viele Mineralien und hat diesen feinen, bitteren Geschmack, den man durch die Orange, diesen Orangensaft, aufheben kann. Also man kann auch den Löwenzahn so essen. Vor allem hier diese weißen, helleren Teile, die unten sind an der Wurzel. Heller ist es gar nicht mehr bitter. Das Bitter ist meistens das Grüne. Das Dunkelgrüne ist bitter, oben die Spitze. Aber hat diesen feinen, nussigen Geschmack dazu. Und wenn man das mit dem Orangensaft mischt, eine Orange reintut, dann verschwindet diese Bitterkeit ganz. Ja, je nachdem, wie viel man nimmt, wie viel Orangen man nimmt oder wie viel Löwenzahn man nimmt, ist es dann ganz weg. Man kann es ein bisschen dosieren auch. Jetzt kommt wieder eine halbe Avocado dazu rein, um mal zu gucken, wie das wird. Ja. Mal schauen. Zumindest aufgeschlagen ist, also was der Mixer macht, der zerschlägt ja die Zellen der grünen Blattpflanzen, die sehr schwer verdaulich sind für uns, zerschlägt er ja, sodass wir die Nährstoffe voll kriegen können. Das hat er sogar geschafft, also das ist gelungen, das ist alles schon fein. Fein und sehr lecker. Ja, ganz köstlich. Also hier mein Mischungsverhältnis gibt es noch einen ganz feinen, bitteren Nachgeschmack. Das finde ich auch sehr gut. Ich werde mal ein bisschen Wasser dazu machen, um es noch ein bisschen feiner zu kriegen. Ist noch ein bisschen dick. Ja. Man könnte auch mehr Orangensaft nehmen. Ich habe jetzt nicht mehr Orangensaft. Deshalb mache ich es einfach so mit ein bisschen Wasser. Dadurch wird der Geschmack natürlich ein bisschen milder. Also verfeinert, verwässert eigentlich. Also reinen Orangensaft zu nehmen ist natürlich das Beste. Aber man kann es ja im Wasser behelfen, das ist immer auch möglich, trotzdem noch orangig. Den Mix hatten wir ja schon hinreichend. Braucht nur ein bisschen noch untergemischt zu werden, um das ein bisschen feiner zu machen. Ja, gucken. Wunderbar. Auch nur ein bisschen Wasser. Macht nichts aus. Aber es ist ganz, ganz toll. Hier, ich zeige es euch mal. Ja, man könnte es wirklich so dosieren. Je weniger Orangensaft ihr nehmt, oder je mehr Löwenzahn im Verhältnis, desto mehr Bitterkeit habt ihr dabei. Bitteres. Und wenn ihr ein bisschen mehr Orangensaft nimmt, dann geht die ganz weg. Könnt ihr selbst dosieren. Ganz nach Wunsch. So sieht er aus. Hat eine schöne Farbe, finde ich. Sehr mild, sehr fein und eben extrem gesund. Manche mögen ja auch das Bittere. Ja. Man kann es auch mit der Zeit auch genießen lernen. Ja, am Anfang ist es unwahrscheinlich, dass die Grünpflanzen uns erlauben, ja, diesen Geschmack auch zu kosten, auszukosten. Aber mit der Zeit, wenn man gewöhnt ist, immer weniger süß, immer mehr grün. Ja, abonniert meinen Kanal, MD Vegan, auf YouTube.
entwickelt jeden Tag ein neues Rezept und eine neue Idee, einen Schritt weiter zu entwickeln, die Kochkunst. Vom Einfachen zum Komplizierten. Bis bald.